Fantastic. Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Runde Clash Royale. Eigentlich wollte ich euch heute mein Deck zeigen mit den beiden Prinzen und da ein bisschen rumexperimentieren, damit wir das irgendwie verbessern können. Allerdings, ist das absolut unausgereift und funktioniert so noch gar nicht. Das kann zu leicht gekontert werden und ich habe absolut keine Chance, damit irgendwas zu reißen. Deswegen macht es keinen Sinn, euch da was zu zeigen. Da muss ich erst ausklamüsern, wie das funktioniert. Das halten wir uns dann mal für später fest. Ich bin ein bisschen mit den Pokalen runtergegangen. Kann ich euch erklären, warum. Weil ich letztens irgendwie so bei... Wo war ich denn? Wie gesagt, ich bin runtergegangen, deswegen auch die ganzen Niederlagen. Ich habe extra zwischendurch mal ein bisschen verloren. War bei 2207, das war ja mittlerweile mal mein Rekord. Wie gesagt, für die paar Spiele, die ich mache, ist das gut und ausreichend. Allerdings war es da oben relativ langwierig, eine Kronentruhe zu bekommen. Und um die Kronentruhen einfach schneller zu bekommen, habe ich mir gedacht, komm, gehst noch mal ein bisschen runter. Weil ich hätte jetzt keinen Bock, da jeden Abend irgendwie 10, 15 Spiele zu machen, um so eine Kronentruhe zusammen zu bekommen, weil da oben hat es halt schon mal lange gedauert. Wenn du dann 1-0 gewinnst oder so, brauchst du halt 10 Spiele. Mindestens, weil zwischendurch wirst du auch mal eins verlieren. Dann brauchst du mindestens 10 Spiele oder so, um so eine Kronentruhe zu holen, wenn du nämlich gerade das Glück hast, dass mal einer irgendwie zwischendurch rausgeht. Dementsprechend bin ich ein bisschen runtergegangen, um mir die Kronentruhe einfach ein bisschen schneller zu verdienen, um vielleicht die Chance mal zu haben. Zumindest, also der Eiskollege, der ist ja, glaube ich, in Arena 7. Das hier müsste, oder einer von beiden Legendären, gibt es erst ab Arena 7, die nächsten ab Arena 5. Wenn ich einen von beiden schon mal kriege, ist mir im Endeffekt auch egal. Hauptsache, ich kriege ein paar Karten, damit ich hier beispielsweise meine Bogies bald mal upgraden kann und so weiter und so fort. Deswegen bin ich einfach ein bisschen runtergegangen, um da die Kronentruhe einfach schnell zu bekommen. Ihr seht, ich habe jetzt auch schon 8. Und wir werden jetzt die letzten beiden hoffentlich uns gleich mal fix ergaunern können. Damit das jetzt nicht mehr zu lange dauert, werden wir jetzt das normale Deck nehmen und nicht das Experimentierdeck, weil das ist einfach zu schlecht. Damit dauert es noch Ewigkeiten länger, weil ich damit noch nicht wirklich eine gute Taktik gefunden habe. Die muss ich mir einfach noch erst erarbeiten irgendwie mit den beiden Prinzen. Eigentlich hätte ich da Bock drauf, dass das, oder ich fände es cool, wenn das funktionieren würde. Ich weiß allerdings noch nicht ganz, wie wir das hinbekommen, dass das funktioniert auch wirklich. Das ist ein Aspekt oder ein Punkt, den ich da demnächst mal ein bisschen mir überlegen muss, wie ich da ganz, ganz gescheit quasi mit den beiden Rittern was machen kann, weil eigentlich, mit den beiden Prinzen, weil wenn die durchkommen, sind die nämlich relativ stark, sodass das eigentlich eine ganz gute Sache sein müsste. So, jetzt sind wir hier schon mal ganz gut durchgekommen mit dem Schweinereiter. Den haben wir schon mal, das ist ganz gut, die Minions, die kriegen wir jetzt auch kaputt, denke ich, Level 7 gar nicht mehr so gut für ihn, ja, 1070 hat unser Turm noch, können wir uns eigentlich schon auf die linke Seite konzentrieren, oder wir gehen sofort auf ein 3-0, wäre natürlich auch eine Maßnahme, mal gucken, dann haben wir die Kronentruhe auf jeden Fall relativ zügig dabei, guck mal, er hat schon den Eismagier, aber das wird ihm vielleicht gar nicht mal so viel nützen, weil den kriegen wir trotzdem kaputt, den Schweinereiter halten wir auf, wenn jetzt nicht ein Eiszauber kommt, ein Frost natürlich, ja, da kommt der Wackler. Dann ist unser Turm damit jetzt auch down, können wir uns schon mal von verabschieden. Lohnt auch nicht, da jetzt noch zu kontern. Den Rest lassen wir jetzt mal so stehen, wie es ist. Und werden gleichzeitig probieren, auf der Gegenseite selbst mal einen Konter zu setzen. Ein bisschen direkt offensiv dran zu gehen an die Nummer. Um den Turm runterzubringen. Ja, das sieht ganz gut aus. Das haben wir ganz gut hingekriegt. 300 noch, 56 noch, ja. Den hätten wir. Also gleich mit dem Feuerball definitiv. Und mal gucken, ob wir jetzt auf das 3-0 gehen können oder uns quasi jetzt auf Verteidigen beschränken, um das 2-0 zu sichern. Für die Kronentruhe reicht es uns ja theoretisch. Aber ich würde sagen, no risk, no fun. Na doch, dann verteidigen wir halt erstmal eine Runde. Damit der Kollege hier nicht... Ja, jetzt hat er aber wirklich gewartet, bis er einiges da zusammenkriegt. Alter, was kann er jetzt auf alle mal alles setzen? Aber ganz gut, dass wir verteidigt haben, sonst hätten wir da jetzt auf jeden Fall Probleme bekommen. Und dann können wir jetzt ein bisschen auf Angriff gehen, ja. Da macht er seine Goblin Barrel auch relativ wenig Sinn, weil die Bogies die dann noch ablenken. Und jetzt haben wir doch ganz gute Chancen, da oben den Turm, den Kronenturm sozusagen anzugreifen. Hier unten müssen wir natürlich gucken, den Schweinereiter noch verteidigen, nicht, dass wir noch verlieren. Ja, das sieht ganz gut aus da oben. 2-0, 3-0, Feierabend. Das war doch schon mal ein ganz schönes Spiel gegen einen, was war das, Level 8, Level 7, ich weiß es nicht. Ist egal, Hauptsache ich kriege die Kronentruhe. Das war schon mal mein erster Punkt, den ich machen wollte. So,
Ich kriege immer nur Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Warum kann ich nicht mal schön irgendwie ein paar paar Bogies kriegen? Wir können jetzt einen Riesen upgraden. Nee, noch nicht. 49 von 50. Ich könnte allerdings schon mit Upgrades starten. Ich will aber eigentlich auf die Bogies warten, dass ich die auf Level 9 bringen kann. Das wäre so mein erster Punkt. Und wir können direkt weitermachen und die nächste Kronentruhe angehen. Okay, jetzt haben wir einen Level 7 Gegner. Und wir probieren es einfach nochmal wie vorhin. Würde ich vorschlagen, indem wir ein bisschen offensiver an den Tag legen. Und gucken, was passiert. Ja, Frost plus Feuerball macht uns ziemlich zu schaffen. Und dann, aber 500 haben wir schon mal weg, ein bisschen mehr sogar. Gar nicht mal so verkehrt für den Anfang, für den ersten Angriffswall sozusagen. Für die erste Angriffswelle, genau so. Wir werden das Ganze jetzt nochmal ein bisschen ausarbeiten. Ja, okay, die scheiß... Boah, Alter, wer hat den... Hat gerade auch nicht rein. Hat der zweimal Pfeile gesetzt? Warum ist der Bogenschütze schon gestorben? Keine Ahnung. So, sein Kollege Ritter machen wir mal mit dem Magier ein bisschen zu schaffen. Das müsste reichen, bis er da ist. Ja, einen Schlag wieder machen. Das ist nicht weiter schlimm. So, jetzt können wir das Ganze ausprobieren, wenn wir wieder den Schweinereiter vor den Magier setzen. Das hat letztes Mal auch ganz gut funktioniert. Gut, er kommt über links mit dem Ballon. Magier... Na, lebt noch? Okay. Jetzt kann ich hier natürlich nicht viel machen, außer mal den Feuerball drauf zu hauen. Oh, oh, oh. Ja, der war ein bisschen zu weit hinten. Das ist nicht so schön. Aber die Bogies werden den jetzt erledigen. 1000 hat er da noch. 900 jetzt. Nicht weiter schlimm. Rechts haben wir den Turm schon mal. Wir könnten jetzt theoretisch direkt auf die drei Sterne gehen, da wir da auf jeden Fall jetzt Potenzial haben. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir den zweiten Turm nicht verlieren. Das wäre mal ganz wichtig für den Anfang. Sieht aber ganz gut aus. Ja, Barbaren down, Speargoblins down. Dann hauen wir mal das Fässchen da oben hin. Vielleicht doch lieber links erst mal eben einmal drauf gehen. Ja, da hat er nochmal die Pfeile gehabt. Ja, jetzt müssen wir eigentlich gucken, dass wir verteidigen, weil theoretisch mit 1-0 reicht es uns erstmal. Aber gut, wir werden das jetzt mal ein bisschen beobachten, was er macht. Er wird wahrscheinlich... Ja, da kommt der Ballon, den werden wir schon mal direkt da vorne... Den müssen wir da vorne irgendwo kaputt kriegen, damit er nicht... Ja, jetzt hat er da den Magier betäubt. Ganz wichtig. Scheiße, der Ballon darf nicht durchkommen. Kommt er aber. Mist. Ja, jetzt hat er Glück gehabt. So. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir damit, mit der Welle... Nein. Oh, doch. Ja, ach, er macht einen gespiegelten Feuerball, der Holzkopf. Naja, gut. Egal, das ist aber gut für uns. Weil das dürfte dann für uns reichen, um den Turm schon mal ordentlich wieder anzukratzen. 400 noch. Okay. Ah, jetzt habe ich mein Elixier vorlaufen lassen. Das ist nicht so schön. Aber gut, da machen wir Feuerball drauf. Dann ist da auch Ruhe im Karton. Und dann haben wir es da oben schon mal geschafft. Steht es auf jeden Fall schon mal 2-1 für uns. Und jetzt würde ich sagen, verteidigen wir uns hier mal unten so ein bisschen rum. Mal links, rechts, paar Bogies. Ja, mal gucken, was noch so kommt von ihm. Wir haben auf jeden Fall jetzt einiges hier im Petto, um zu verteidigen. Machen wir schon mal den Kollegen dahin. Das dürfte ihm jetzt eigentlich gleich nicht mehr reichen, um da noch Schaden anzurichten. Großartig. Und dann steht es 2-1 für uns, Entschuldigung, 2-1 natürlich. Das ist nicht verkehrt. Und dann haben wir dementsprechend jetzt schon die nächsten beiden Kronen für unsere Truhe. Geht natürlich jetzt auch relativ zügig wieder hoch. Klar, in dieser Region gewinnst du eigentlich immer. Das ist nicht das Problem. Aber wir können natürlich einfach noch ein Spiel hinten dranhängen. Gut, irgendwann wird man auch wieder verlieren, ist natürlich auch klar. Aber generell, wenn du so unter 2000 bist, ist das eigentlich ganz gut machbar. Aber wie gesagt, das ist einfach für mich eine Möglichkeit, dann schneller an die Kronentruhen zu kommen, anstatt da irgendwie so viele Spiele zu machen, weil ich, wie gesagt, abends, wenn ich nach Hause komme, auch mich nicht mehr 3 Stunden da hinsetzen möchte, um zu zocken. Ja, und jetzt haben wir, glaube ich, ein Verbindungsproblem. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, gucken, vielleicht berappelt sich's noch. Sieht aber nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Das sieht aus, das ist das, was ich eben angekündigt habe. Verbindungsprobleme momentan sehr, sehr häufig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das Problem ist, ich kann das jetzt nicht beheben. Das Spiel werde ich jetzt wahrscheinlich verlieren, dann geben wir dann ein paar Pokale flöten. Ich kann es aber jetzt in dem Fall nicht ändern, aber was soll ich jetzt machen? Der Gegner hat den Kampf verlassen, okay. Habe ich dann gewonnen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Spielen wir wahrscheinlich 0-0 oder so. Kein Plan. Ich kann, die Zeit läuft ja auch nicht weiter, ihr seht es. Es bleibt quasi stehen. Das hatte ich jetzt wirklich, wie gesagt, schon... also in letzter Zeit echt täglich mindestens 3-4 Mal. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann es aber jetzt halt auch nicht ändern. Deswegen würde ich sagen, sind wir jetzt mal so spontan und so frei und machen fertig für heute mal Feierabend. Dann haben wir die Folge halt ein bisschen kürzer. Ich kann es aber jetzt gerade in dem Fall nicht ändern.
Tut mir furchtbar leid. Ich würde sagen, wir sind durch. Bis dahin. Danke fürs Zugucken. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut und tschüss.